Guten Morgen. Sonnenschein, diese Nacht blieb dir verborgen. Es ist 13 Uhr. Guten Morgen. Oh, für mich ist Morgen. Ich bin gerade erst aufgewacht. Ich filme heute wieder meinen Tag, weil ich habe nichts anderes zu tun. Und ich habe auch keine anderen Ideen. Falls ihr Ideen habt für ein cooles YouTube-Video, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ich stehe jetzt mal. Okay, jetzt runter. Ciao, ciao. Ciao, Pa. Tut uns selbst. Ja, perfekt. Wo ist meine Mutter? Papa! Ja? Wo ist Mama? Oh! Ich hab vor auf meine Mama gesetzt. Scheiße, was mach ich jetzt? Ich hab kein Geld. Und ich wollte zu DM und Fotos. Oh, fuck. Och, nö. Ich sag jetzt nicht wahr. Ich hab mit meiner Mama geredet. Meine Mama ist heute arbeiten. Sie war aber gestern schon arbeiten und eigentlich geht sie immer nur an 2 Tagen in der Woche arbeiten. Aber irgendwie muss sie diese Woche 3-mal. Also sie arbeitet 5-mal die Woche, aber 3-mal davon normalerweise im Homeoffice. Und jetzt bin ich gerade auf Geldjagd und suche überall Kleingeld zusammen. Ich habe jetzt hier nochmal 70 Cent gefunden. Mein Vater hat mir gerade auch schon ein bisschen was gegeben, weil ich brauche einen Rasierer unbedingt. Und das Problem ist, es wird ein bisschen unangenehm. Es wird ein bisschen unangenehm, wenn ich gleich da einfach nur mit 50 und 20 Cent Stücken bezahle. Aber egal. Ich habe einen riesen Fang gemacht. Seht ihr das? Ich habe 2 Euro gefunden. Wow. Ich habe gerade gegoogelt, wie viel ein Rasierer kostet. Ich habe vergessen, dass ein Rasierer so teuer ist. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit meinen paar Euros da, die ich jetzt zusammengekratzt habe. Die kosten irgendwie 8 Euro oder so. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, da gibt es irgendwelche, die günstiger sind. Das ist nämlich ein Männerrasierer. Vielleicht sind die günstiger, vielleicht auch nicht. Wir gehen jetzt erstmal zählen, wie viel Geld wir haben. Es kann auch sein, dass ich ein bisschen Kleingeld in meiner Tasche vom letzten Mal feiern habe. Let's check. Okay. Ich bin gespannt. Okay, let's go. 1 Euro, 2 Euro, 2,50 Euro. Okay, wir sind bei 2,50 Euro. Dann ist mein von oben. 4,50 Euro, 5 Euro. Gucken wir, was hier noch drin ist. 5. Scheiße, das sieht nicht gut aus. Also mein Portemonnaie sieht wirklich gar nicht gut aus. Ich habe noch das Teil hier. Da ist so ein bisschen was drin. Das Ding ist, da ist so ein Euro drin. Der sieht so ekelhaft aus. Ich krieg. Das sieht so ekelhaft aus, ehrlich. Aber egal, es ist ein Euro. Es ist ein Euro. Und wir kriegen noch 50 Cent zusammen. Heißt, wir haben 6,50 Euro. Und dann habe ich hier noch 40 Cent. 6,90 Euro. Ich bin so krank von diesem 1-Euro-Stück, ne? Boah. Ich schäme mich irgendwie jetzt schon damit, gleich einkaufen zu gehen. Mir ist es immer richtig unangenehm, mit so viel Kleingeld zu bezahlen. Aber egal, wir haben keine Wahl. Es folgt jetzt so ein richtig cooler Übergang. Passt auf. Oh, scheiße. Falsches Outfit. Nochmal. Yeah! Endlich richtiges Outfit. Okay, auf geht's jetzt. Wir sehen aus wie ein Straßenpenner. Ich habe jetzt irgendwie Flecken auf meiner Jacke. Das bringt meine Laune runter. Das triggert mich total. Wenn ich die nicht waschen will, sonst wird sie so komisch bestimmt. Meine Haare sind komplett fettig. Ich habe nur 50 Cent Stücke gefühlt. Das ist ein Witz. Das ist ein fucking Witz. Das ist ein Witz. Warum bin ich hier? Was zur Hölle ist eine Infokasse? Muss ich da mit Leuten reden? Ich will nicht mit Leuten reden. Ich habe da viel zu viel Angst vor. Das ist eine Infokasse, Junge. Wen wollen die verarschen? Ich gucke jetzt rum und wenn nicht, nehme ich den, der da hängt. Ist mir egal. Ich habe mich überwunden. Ich habe gefragt, wo die Infokasse ist. Ich war in der Infokasse. Das war eigentlich eine normale Kasse. Und da musste die erstmal losgehen, um einen Rasierer zu holen. Fragt mich, welchen denn? Ich so, ja, was weiß ich? Den günstigsten, sage ich bitte. Da hat sie mir den hier gebracht. Sag ich, wie viel kostet der denn? 4,99 Euro. Zum Glück, weil es ja mir echt unangenehm gewesen wäre, hätte der mehr als 6,90 Euro gekostet. Und die wäre umsonst gegangen. Aber ich check nicht, warum das jetzt so ist. Hä, wie unnötig. Kann man den nicht einfach normal verkaufen? Ich bin gleich wieder zu Hause und habe gerade bemerkt, dass ich die ganze Zeit mit Mundschutz rumgelaufen bin. Ich war jetzt duschen und ich habe mich entschieden, ein bisschen Leben in mein Zimmer reinzulassen und habe jetzt so um 17 Uhr mal Frau Loh hochgefahren. Und ich mache mich jetzt fertig, weil Mama kommt gleich. Und dann, wow, fahren wir zusammen. Wir sind jetzt unterwegs, denn Mutter ist hier. Ja, ich bin auch hier.
auf jeden Fall. Okay, jetzt Fotos ausdrucken, ne? Mama und ich warten jetzt auf meine Bilder. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich habe Hunger. Wow. Ich habe nur Bilder. Mama hat irgendwo ein Zeug hier gekauft. Willst du dir wieder die Haare färben? Ja. Aha. Ich versuche jetzt mal selbst, weil da steht drauf, ohne Anti-Gelb-Stich. Mal sehen, dann werden sie vielleicht nicht wieder orange. Ich habe wieder komplett vergessen zu vloggen. Aber wir haben die Tacos gemacht. Es war lecker. Platze gleich, okay. So viel gegessen, heilige Scheiße. Du hast Diktat geschrieben? Ich habe ein Diktat mit drei Kindern geschrieben. Ich habe Sportunterricht. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe ein bisschen Wimpertusch unter den Augen, weil als ich Zwiebeln geschnitten habe, haben meine Augen so getränt, dass ich meine Augen gerieben habe. Und dann, ja, gehe jetzt, glaube ich, auch schon gleich schlafen, weil es ist schon fast 12 und ich muss morgen früh los. Naja, ich glaube, es ist ein kurzer Vlog geworden, weil ich habe halt einfach auch vergessen zu filmen. Aber das ist jetzt so. Kuss an alle und Peace. Ich melde mich doch nochmal zu Wort. Mir ist das merkwürdige nicht verlangen. Ich musste noch einen TikTok drehen und jetzt sitze ich hier. Kurzes Update. Kommt mit Mama und mir zu DM einkaufen. Auf geht's. Was soll das denn?